Tag 1 der Quarantäne. Boah, geil, Animal Crossing. Tag 2 der Quarantäne. Oh, geil, Animal Crossing. Tag 3 der Quarantäne. Yay, immer noch Animal Crossing. Tag 4 der Quarantäne. Animal Crossing. Tag 5 der Quarantäne. Philipp, ich kann eigentlich ein bisschen Banjo spielen. Das war jetzt extra kacke, ne? Das ist dein Lied, Philipp. Damit herzlich willkommen, Leute. Oh, I can't believe you've done this. Ja, ihr habt es ja mitbekommen, Ausgangssperre wurde verhängt, so halb. Man darf jetzt nur noch zu zweit rausgehen oder in manchen Bundesländern mit den Leuten, mit denen man auch zusammen wohnt, was irgendwie sehr viel Sinn ergibt. Und wir müssen jetzt irgendwie alle zusammen die Zeit totschlagen. Deswegen direkt hier eine Ansage. Macht euch bereit für viel Alternativ-Content. Ja, ich sitze hier zu Hause rum, mir wird langweilig, wenn ich das nicht mache. Ne? Also mal abgesehen davon, ist mein Job klar, kann ich auch von zu Hause aus machen. Ich sterbe vor Langeweile. Heute ist Montag, heute ist der erste Tag, in dem ich zu Hause arbeite. So richtig. Es ist sterbenslangweilig. Und deswegen, Leute, ne, wir versuchen daily für euch Content zu machen, damit ihr die Quarantäne übersteht, wir auch und wir alle nicht wahnsinnig werden. Und genau aus diesem Grund werden wir heute mal ganz leicht anfangen, ganz seichten Einstieg wagen und eure Fragen beantworten. Ist mal wieder Kreativzeit auf meiner Nativ. Ich weiß, ich habe das auch richtig gut drauf. Hier. Wie seid ihr eigentlich zusammengekommen, Chef und du? Okay, da haben wir eine lustige Geschichte. Erzählt von meinem Chef persönlich. Malte und ich haben uns tatsächlich in Japan kennengelernt. Der war da bei unserer Japan-Reise dabei, weil der gute Klim gefragt hatte, ob Malte mitkommen könnte. Und ich dachte mir erst, oh. Dann habe ich Malte da kennengelernt und Malte war ganz nett. Und jetzt machen wir den ganzen Scheiß hier zusammen. Woohoo! War eine schlimme Geschichte, ich weiß. Es war auf jeden Fall schön, war eine schöne Zeit damals in Japan. Ich wurde sehr oft angefasst und mein Penis wurde gesehen. Lasst uns nicht weiter drüber reden, okay? Was regt euch am meisten auf? Außerdem, bösen Wort mit C-Virus. Mich regt am meisten auf, dass ich jetzt hier zu Hause sitze. Eigentlich hatte ich nicht wirklich was vor. Wir hatten zwar einen Dreh noch in Japan geplant und so, das war aber noch nicht so ganz in trockenen Tüchern. Aber jetzt muss ich ja drinnen bleiben. Also ja, ich kann immer noch rausgehen, Sport machen, bla bla, aber ich kann jetzt nicht einfach in ein anderes Land reisen. Wie gesagt, es war nichts konkret geplant, aber alleine die Tatsache, dass ich jetzt hier drinnen bin, in diesen vier Wänden, das macht mich betroffen und wahnsinnig, Philipp, wahnsinnig! Ich bin wieder da. Oh nein, Malte, bitte geh wieder weg. Okay, ich geh gleich wieder. Hast du Spiele oder Filme, Serienempfehlungen jetzt, wo viele zu Hause bleiben müssen? Wie gesagt, es ist eine schlimme Zeit. Es ist auch eine schlimme Zeit für uns. Um uns herum beginnt das Firmensterben. Für uns ist es noch nicht ganz so schlimm, weil wie gesagt, YouTube, ihr guckt ja auch viel. Aber wenn ihr eh vorhaben solltet, Disney Plus zu holen, dann macht das gerne über meinen Link. Kostet keinen Cent mehr. Ich glaube, es ist sogar ein bisschen günstiger. Ihr kriegt den Mandalorianer und alles, was Disney Plus so zu bieten hat. Ihr könnt mich unterstützen, einfach so. Deswegen hier meine Empfehlung. Alles, was bei Disney Plus läuft. Der Mandalorianer? Hat da jemand Bock drauf, Philipp? Ne, fühlt euch nicht gezwungen, Leute. Uns geht es noch gut. Wer weiß nur, wenn der ganze Kack hier 3 Monate dauert, dann sieht es vielleicht anders aus. Und ansonsten, schaut euch ein paar Animes rein. Gibt auf Netflix jetzt zum Beispiel auch ganz viele Studio Ghibli-Filme, die witzigerweise eigentlich von Disney bei uns in Europa vermarktet werden. I don't fucking know how that works. Aber Disney Plus. Kriegen wir eine kleine Provision von. Hilft der Firma, hilft dem Philipp, hilft mir, freut mich. Was passiert eher? Eine Grillparty bei Luke oder eine gute WhatsApp-Gruppen? Werbung. Ich kann nicht mehr atmen, Philipp. Es beginnt. Über die Grillparty bei Luke macht man keine Witze, vor allem in der heutigen Zeit ist es absolut in Ordnung, dass es keine Grillparty bei Luke geben wird. Wir wohnen ja nicht bei ihm. Und Grillfleisch kaufen ist ein Vergnügen, was wir jetzt nicht unbedingt erledigen müssen. Ja, die WhatsApp-Gruppenwerbung. Auch wenn es kein böses Wort mit C gäbe. Weil der ist nämlich ein schlechter Freund, nicht so wie der Philipp. Der ist immer gut und nett. Wie geht es deinem süßen... Wie geht es deinem süßen Kitten, dir und deinen Kollegen? Beeinflusst die jetzige Situation euren Arbeitstag? Da ich ins Homeoffice muss, sind meine Kittys total happy und kuscheln den ganzen Tag. Ja, meiner Katze geht super. Janine, ich brauch die Katz. Sag mal dem Philipp hallo. Armleuchter. Magst du mich? Nee. Warum bist du immer, wenn wir aufnehmen, so? Normalerweise immer schon... Boah, du stinkst. Erster Tag Quarantäne, die Katze hat sich angekackt. Ja, die Situation beeinflusst uns natürlich ein bisschen. Es wurden sehr viele Events und Drehs abgesagt. Nein, die Katzenhaare, nein! Nee, ich kann jetzt zum Beispiel nicht nach Hamburg fahren, um da zu drehen. Das ist natürlich ein bisschen kacke. Aber was soll man machen? So, sich anstecken ist auch dumm. Und wir müssen halt alle von zu Hause aus arbeiten. Das heißt, den Scheiß schicke ich jetzt zu Philipp, damit er runterlädt, damit er dann wieder hochlädt. Es ist eine komische Zeit, aber es funktioniert ganz gut. Wir haben einen eigenen Discord-Server, wir haben Microsoft Teams. Wir kriegen das hin. Für euch, für uns. Und ihr könnt Disney Plus euch holen. Wow, Disney Plus! Und man muss gar keinen Cent mehr bezahlen. Was? Klickt da drauf, Leute. Ich kann euch nicht zwingen, aber es wäre echt richtig cool. Wann können wir damit rechnen, dass du Deutschland, Europa und oder die Welt beherrschen wirst? Wie sieht dein Plan dazu aus? PS, wie schaut es mit deinem Ruhepuls derzeit aus? Jetzt, weil ich die Katze geholt habe und Angst hatte, dass sie mich tötet, Puls etwa auf 123 und rechnet mal damit, wir brauchen erstmal einen Impfstoff. Na, danach gibt es die Welteroberung und das hier wird unsere Nationalhymne dann.
Ich glaube, ich bin schon verrückt geworden, Philipp. Es tut mir sehr leid, dass wir das anhören mussten. Kannst du noch Minecraft Let's Play mit Nico machen? Was auch immer der Grund sein mag, dass Minecraft Chef nicht mehr weitergeführt wurde. Der Grund, warum es Minecraft Chef nicht mehr gibt, Leute, ist einfach nur Nico. Ich kann nichts dafür, okay? Er hat gesagt, ja, wir nehmen weiter auf. Und dann war er nie da, hat mich versetzt und ist grundsätzlich einfach ein schlimmer Mensch, okay? Wenn ihr dachtet, die Grillparty bei Luke, die nie stattgefunden hat, das ist eine schlimme Story, dann habt ihr noch nie mit Nico zusammen an einem Tisch gearbeitet. Okay, so schlimm ist auch nicht, aber... Ja, jetzt haben wir ja Zeit. Gibt kein Dreh in Japan, gibt kein Dreh im Studio. Können wir für immer Minecraft spielen. Bist du mein Daddy? Nein. Aber du kannst mein Daddy sein, wenn du jetzt auf Disney Plus drückst. Leute, wenn es so weitergeht, müssen wir wieder ein Raid Shadow Legends Placement machen, okay? Es gibt Backup-Pläne, die gefallen mir auch nicht, okay? Aber es gibt sie. Seid mir nicht böse, wenn es ein Raid Placement geben soll, ja? Das ist nicht der Plan. Aber es könnte passieren. Geht Philipp noch in den Kindergarten? Nein, Philipp geht natürlich nicht mehr in den Kindergarten. Warum? Na, seine Gruppe, die Bienengruppe, die läuft jetzt nicht mehr. Ja, die müssen kurz aussetzen. Ausgangssperre. Philipp war bestimmt bei der Dino-Gruppe. Kannst du mal deine eigene Werbung produzieren? What? Na klar! Ich glaube nicht, Leute. Guckt euch das mal an. Da ist ein Disney Plus drin. Und damit unterstützt man den Creator. Na, wie hat euch das gefallen? War doch eine tolle Werbung, oder? Mhm. Wenn du ein Fisch wärst, was würdest du als erstes machen? Was ist das für eine Frage? Ich würde unter Wasser atmen, weil das eigentlich eine ziemlich coole Fähigkeit ist. Dann würde ich ein bisschen ins Wasser pissen und mich fragen, wäre das so, wie wenn wir in die Luft pissen würden? Wie findest du die Firma an und für sich? An und für sich ist das schon eine richtig gute Nummer. Außer Nico und Luke. Immer Spaß beiseite. Es macht super viel Spaß. Ist vor allem geil, wenn man in einem Büro arbeiten kann und nicht von zu Hause aus. Aber macht schon Spaß. Vor allem ist halt gut, wenn ich mich neben YouTube noch um was anderes kümmern kann. Hast du Tipps für jemanden, bei dem es anfängt, im Leben Verantwortung zu übernehmen? Wenn ja, welche? Mein super Tipp bei der Nummer ist, genauso das Ganze zu machen wie der liebe Philipp. Wohn so lange es geht zu Hause. Deine Mutter macht dir ein Butterbrot. Und du kannst abends schön zu Hause Netflix, Disney Plusen. Über den linken Malde. Nee, mein super Tipp ist, wenn du dich um dich selbst kümmern musst, dann kommt die Verantwortung von ganz alleine. Bitte Zeug, noch kein Kind. Hast du vor, ein neues Hobby auszuprobieren während der Quarantäne? Habe ich tatsächlich. Na, jetzt muss ich ja mal... Wir werden Bass spielen, Leute. Ich werde auf jeden Fall lernen zu slappen. Also den Bass natürlich. Und so ein paar Riffs kann ich schon. Findest du einige Videos von damals im Moment richtig zum Kotzen? Also es gibt schon viele Videos, wo ich mir denke, da hätte ich mir jetzt mehr Mühe geben können. Oder die sind einfach scheiße. Oder das hätte ich vielleicht nicht mehr so gemacht, Retrospektive. Aber es gibt jetzt nichts, wo ich sagen würde, auf meinem Kanal. Das muss weg. So, das gibt's jetzt nicht. Aber es gibt schon Dinge, wo ich mir denke, das hätte ich lieber nicht hochgeladen. Aber jetzt ist es schon online und macht Klicks. Auf anderen Kanälen, wo ich dabei bin, da gibt's auf jeden Fall einiges. Was geschieht mit einem Gegenstand, dessen Einzelteile im Laufe der Zeit Stück für Stück ersetzt werden? Bleibt er mit sich selbst identisch oder nicht? Okay. Aber das einzelne Teil, das ist gar nicht so wichtig und da geht's gar nicht drum, sondern es geht um das Große und Ganze. Habt ihr das verstanden? Bleibt zu Hause, verdammt nochmal!